Ja, willkommen zurück bei den alten Herren bei StarCraft 2 Gamm Tower Defense. Hallo. Wieder dabei Hallo, Ferris Franz. und Hi. Jan, der sich mal wieder nicht in Teamspeak wagt. Und ich bin diesmal in einer total bescheuerten, verdrehten Position, wo ich erstmal gucken muss, wie ich hier klarkomme. Nicht nur du. Oh, die Position, mit der kann ich umgehen. Allerdings. Oh, ich habe schon wieder eine Combo. Scheiße. Tja, mache ich jetzt das? Ja, mache ich das mal. Hopp, hat eine große Reichweite. Das dürfte erstmal gehen. Pop, pop, pop. So, wer ist denn unter mir? Jan, ah, okay. Hat auf jeden Fall schon mal gelernt. Ja. Und So. links ist Skarner und oben ist Pataya. Daher wäre es. Den gibt's nicht mehr, den Pataya. Sowas aber. Deswegen, ich bin halt der Nostalgie-Freund, Ja. ne? Ich öffne bald einen Pataya-Club. Der Okay. Nostalgie-Freunde-Club. So. So, das, was ich vorhin vergessen habe zu machen, mache ich gleich diesmal als erstes. Und mache hier schon mal dicht. Tja, mache ich hier einen Silber hin oder Dings? Oh, Wie habe ich denn Silber. das jetzt Silber ist gar gemacht? nicht mal Das so ist doch. schlecht. Mann, 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 Mann. Bloß kein Level 1 Steine bauen, ey. Wer war unter mir? Ach, Jan. Oh, ja, gleich zwei Level 1er. Aber er baut schon mal besser. Das ist Punkt 1, 2, So, was 3. habe Okay. ich hier? Für Uranium, was habe ich hier für den Dark. Oh, für den Dark Emerald wird gleich gebaut. Der Malachit haut am Anfang echt alle weg. Was? Was ist Malachit? Auf einem Ja, Schlag oder was? war mein erster Stein. Hasse dich. Ja, Das ist doch gar nicht. ich hätte lieber was Richtiges, was ich später noch. Ey, komm, Malachit ist bis zur Hälfte des Spiels, kannst du den Ach mal richtig Quatsch. gut benutzen. Doch, das ist ein So, guter dann machen wir Damage-Dealer. jetzt hier das Uraniumgedöns, genau. So, ich liebe den Silber. Die Hier, Antwort ja war toll. Was denn? auch mal Reicht ein ganzer oder upgraden. reicht ein halber? Ja. Ganz toll. Ja, in der heutigen Zeit habe ich halt gelernt, dass man halt auch mal knappe Antworten geben muss. Ja. Zeit ist Geld. Geld haben So. wir nicht. Zack, dann machen wir hier genau Und das jetzt baut er hin. mal wieder komisch. Guck mal. So, jetzt gehe ich mal gerade gucken. Das ist Ja. der gute Pataya, der hier baut. Er wird Hier noch haben wir lernen, dass den er also guten jeden Platz Mytha. ausputzen muss. Und das ist Jan, der wirklich etwas besser baut. Aber wenn ich dran denke, wie ich am Anfang gebaut habe. Boah. Pattaya ist aber Feres, ne? Ich rede aber von Jan, habe ich eben gerade Ach gesagt. so, ich habe Um Pattaya Gottes verstanden. Willen. Nur So. mal so nebenbei. Ich heiße jetzt heute Pattaya, weil ich in meinen anderen Account nicht reinkomme. Er hat den Authenticator benutzt. Ja, benutzt und dann gelöscht. Und dann konnte ich ihn nicht mehr entfernen. Ach, er baut so. Auch gut. Ach, spottet darum ein Maze. Na gut. Muss er lernen, muss er lernen. Ja, er wird das schon Halt, merken. upgraden nicht vergessen. Oh, was gibt mir das jetzt? Das gibt mir. Oh, noch einen silbernen. Den baue ich hier oben hin. Ja, was soll ich machen? Besser als nur ein Level 1 Stein. Ist auf jeden Fall. Ich würde mich langsam mal über Air Defense freuen. Er ist next. Na, wo wir gerade von Air sprechen, ne? 3, 4. 5. Den baue ich auf keinen Fall. Tja, baue ich hier den? Baue ich hier den? Ein paar Dann lieber Orchideen? dich. Ja, ein paar Orchideen. Komm, ich hatte das gelesen, nochmal schreibe ich das nicht. Weil da gibt es ja kein Copy and Paste. Ja, er soll erstmal ins Teamspeak kommen. So, deswegen mag ich den silbernen so Uranium-Bauteil. toll. Tja, ich Den muss Tipp ist jetzt. wahrscheinlich jetzt eh schon zu spät. Ja, dann weiß es fürs nächste Mal halt. Ja, aber Aber ich deswegen. meine, er kann ja noch machen. Er hat ja die 3 hier gerade. Die kann er ja noch mit der 1 und mit der 5 verbinden. Hopp. Hier. Da ist mein Air Defense. Das ist mir aber jetzt gerade so ein bisschen blöde. Dann Weil baue ich ich baue ja mir auch um die 3 herum. Das ist ja auch der beste lieber Punkt. hier jetzt nochmal zack, ein Splash Nee, ich baue Damage. gar nicht um die 3 herum. Was erzähle ich Turret. denn da? Ich baue um die 2 herum. Ich nehme die geraden, stimmt. Und ich So. nehme 5 und 1. Ich nehme 2, 4 und 6. So, ihr seht hier die verschiedenen Bauweisen, die man so haben. Jeder für sich baut. Jeder baut
komischer. Meins sieht auch echt am Anfang immer sehr, sehr interessant aus. Oh, Bauteil für den Dark Emerald. Oder ein Bauteil für Uranium. Nehme ich Uranium. Ja, meine Bauart ist die gefährlichste, weil man da die ersten 15 Runden überhaupt keine Defense hat. Aber danach geht es halt richtig los, sobald man die ersten beiden Punkte verbunden hat. Im Bloodstone, ja, das ist nicht schlimm. Ja, meine ist auch nicht ohne. Gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Ja, aber du hast schon in 3 oder 4 Runden alle verbunden. Ich brauche noch eine Weile. Mist, Mist, Mist. Scheiß Spiegelverkehr, das hat mich echt verbaut. Ja, ich... Und dieser Modus ist nicht für den Schwarmmodus geeignet, was ich baue hier. Definitiv nicht. Also hier, wenn man einen Schwarmmodus macht, baut nicht dieses Maze. Nee, Schwarmmodus muss man wieder ein bisschen umdenken. So. Für Time ist eigentlich auch nicht gedacht. Ist halt ein Damage Maze. Ja. So, letztes Mal hatten wir das Thema Gamescom. Ja. War schon mal jemand von euch auf der Expo oder? Ja, oh. Expo. In Hannover. Wie schon der Jahr. In Hannover, ja. Ich war einmal auf der Expo, da waren wir doch damals zusammen sogar. Mit der Schule, ne? Ja. Expo 2000 war das. Expo 2000. Im Jahr, lass mich da nachdenken, 2000? Ah, ich weiß es nicht. Fuck, ich hab mich verbaut! Nein! Ja, das Glück hatte ich ja leider nie mit der Expo. Da ich ja noch so ein Jungspund bin, nicht so alt so wie alt, unsere ne? alte Herren. Das Glück hatte ich leider nicht. Ja, die Expo, ich habe aber auch keine Erinnerung mehr an die Expo, muss ich gestehen. Ich habe nur noch Erinnerung an Känguru-Hotdog-Stand. Das ist auch alles. Hat nicht irgendwann noch so ein Krokodil-Ding gegessen? Ich weiß nicht, ich habe mich nur an den Känguru-Hotdog-Stand erinnert. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich noch an die Busfahrt erinnern zurück, da waren wir nicht irgendwann im Stau. Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es war auch das Einzige, mir ist von der Expo nichts mehr hängen geblieben. Hat mich auch ehrlich gesagt gar nicht so interessiert. Früher gab es auch noch die Cebit, kennt ihr die noch? Ich war zwar nicht dabei, ja, ich kenne sie. Und dann gab es noch eine kleine Abzweigung, die hieß Cebit Home. Das war die Cebit für Home Entertainment, also für Computerspiele und so. Die normale Cebit war ja für Elektronik. Scheiße, ich habe so einen Scheiß gebaut hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Fall, scheiße. Frag mich mal, ey. Ich baue hier auch gerade so eine Kacke. Ich muss alles irgendwelche Steine removen, weil die alle im Weg sind. Aber wenn wir schon bei Conventions sind, ich gehe mal zu einem anderen Convention, wo wir jahrelang immer waren, auf der Animagic. Yay, Animagic. Das war was, ne? Animagic war cool. Ja, ja, ja. Animagic, wie oft waren wir da? 3-mal? Ne? Also ich war mit dir 3-mal mit Jasmin. Also oder mit Jasmin nochmal. Ich war jetzt noch 4-mal da. Ja, war echt super. Also erstmal. Als wir da waren, das war nicht mehr so gut, ne? Ja, ich weiß das. Erstmal sind noch wir beide hingefahren. Ja, genau. Und danach mit Jasmin, ne? Danach mit Jasmin. Und danach mit Jasmin und dann sind wir noch ein paar Mal hingefahren. Das letzte, das war nicht mehr so toll irgendwie. Nee, da sind wir noch am selben Tag wieder abgehauen, oder? War das nicht? Nee, am nächsten Tag. Nächsten Tag, ne? Ist am nächsten Tag wieder gefahren. War so voll, ne? Es war auch nichts Tolles, Neues da und die Stände waren alle gleich. Das hat man schon alles an einem Tag, was bei einem interessiert, hat man schon abgeguckt. Danach kam plötzlich nichts mehr Interessantes. War ein bisschen doof. Aber dafür hat man dann am Frühstücksbuffet oder am Frühstückstisch einen Spatz, der da echt in diesem Frühstücksraum Amok flog. Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Wir waren gerade gemütlich beim Essen, dann ging's los mit einem Gezwitscher und dann kam er angepäst. Oh, ein Pink Diamond. Aber der Magic war immer geil. Also ich meine, die Halle da war toll, mit den Events, die da stattfanden. Auf jeden Cosplay. Fall. Da sind so geile Cosplay-Leute rumgelaufen, ne? Draußen standen immer voll viele auf dem Rasen und so. Ey, das war ein super Ambiente, was man da alles so bekommen hat. Da habe ich meine Street Fighter 2 DVD her. Ich hatte damals nur die deutsche VHS. Ja, die Stars. Oh, mein Fotogramm vor allen Dingen. Mein Autogramm von Satoshi Urushihara, das habe ich immer noch. Ach ja. Ja, natürlich, damit habe ich ja den Sammelband signieren lassen. Ah. Ich habe mir eine von meinen Eintrittskarten signieren lassen. Ja, genau, doch, die hängt hier hinter mir. Also das war schon... Das ist schon, ey, klasse gewesen. Und da gab es auch die Konichi. Kennst du die? In Kassel? Ja, da war ich aber noch nie.
Ich war da einmal, aber das war eher so ein Familientreffen für Animax oder wie heißt Animax, ne? Ja, Ja, ja. für Animax Forummitglieder. War aber trotzdem ziemlich geil. Wir waren ja in der, wie heißt die Halle in Kassel, wo das stattfand? In der Gott, weiß ich jetzt Stadthalle? gar nicht. Kongresspalais? Ja, genau, kann sein. Weiß ich nicht mehr. War aber ziemlich cool. Die hatten da auch Stars und hatten auch Cosplay und die hatten da richtige Dance Dance Revolution-Automaten. Das war richtig geil. Ah, da müsste ich auch echt mal wieder hin. Irgendwann, irgendwann. Interessiert mich im Moment so, nicht so das Thema, aber bestimmt irgendwann mal wieder. Ich finde momentan auch kaum Animes oder Mangas, die mich noch interessieren. Ja, ich habe schon lange nicht mehr geschaut. Das Letzte, was mich wirklich interessiert hat, war Death Note vor vielen, vielen Jahren. Also, weißt du, ich hänge ja Ja, eher ich glaube, da will ich durch. so den älteren Animes nach, wie Battle Angel Alita, Plastic Little etc., so Record of Lawless War. Und das waren halt so die, die mich interessiert haben. MD Geist. Aber die heutigen Produktionen, teilweise nicht mehr so sehr. Komme ich nicht mehr ran. Kite, die Ja. beiden Kite-Filme habe ich noch. Kite wird real verfilmt. Ach was. Gibt sogar schon heute Sprachfehler, ne? Gibt sogar schon einen Trailer dazu. Jetzt ist die Frage, inwiefern sie sich da halt an den Anime anpassen, da der Anime, ich weiß gar nicht, wie er die Altersfreigabe uns geschafft hat. Ja, recht freizügig in Sachen Gewalt und Sex ist. Gott, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weiterbauen soll. Das liegt so komisch hier, das Maze. Ich bin gerade verwirrt. Also ich habe jetzt. Zack, sie müssen hier zur 2. Dann müssen sie. Ich bin verwirrt. Verdammt, ey, wie war das denn? So, zack. Halt. Also Oh, sie Glück gehabt. müssen einmal hier rum, um zu 1 zu kommen. Und dann gehen sie einfach zu 2. Ja, das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich habe mich gerade tierisch verbaut. Ah, ja, natürlich. Ah, ja, so ging das. Scheiße, ey. Die Verkehr ist scheiße, ne? Es ist voll doof, wenn man so schräg baut. Kommt mit meiner Seite auch nicht so ganz zurecht. Sie müssen irgendwie, muss ich das so bauen, dass er. Ja, genau, so, zack, zack.